Einen schönen guten Morgen. Die Meteorologen verhalten sich die Sicht an der Station ist gut. Der Wind kommt aus West-Südwest mit Stärke 5. Wenn noch eine gültige Starkwindwarnung vorliegen, Wind aus Südwest bis West Stärke 5 bis 6 sind Böen 7 Bauforce. Der aktuelle Pegel an der Station 500 zurzeit fallen. Verkehrslage ausgehend sind kurze Ausnehmarbeiten, die dir Stärke. Ende der Lagemeldung, die nächste Lagemeldung hören Sie um 10.15 Uhr. Gute Woche. Hobby-Galoppi, sagt sie. Ja, auf Aufschlag der Fuchs vom Hasen. Hört ihr nicht die Jägerblasen? So. So. Ganz viel Kaffee würde ich kochen und Kaffee später. Ja, das läuft auch schon deine Stimme. Meine Chemiekeule ist auch da. Ja. Super. Hühner haben wir eingedreht in den Seekanal. Es geht gleich vorbei am Kreuzfahrtbereich von Radebünde. 207 Anläufe haben wir in diesem Jahr bei uns im Buche stehen. Knapp 1 Million Kreuzfahrtgäste werden im Laufe der Saison durch die Terminals hier in Radebünde wandern. Heute haben wir 3 Kreuzfahrer vor Ort liegen, 2 in Radebünde. Der dritte musste dann schon aus Platzgründen auf den Überseehafen Rostock ausweichen. Als erstes rechts quer ab, AIDA Mar, konnte man auch gut vom Hotel aus sehen, kam heute früh gegen 5.30 Uhr hierher, hat gedreht und im ersten Kreuzfahrtbereich festgemacht, nimmt hier heute den Passagierwechsel vor. Das heißt, im Laufe des Vormittags steigen 2600 Kreuzfahrtgäste von Bord. Es wird einmal durchgewischt, ab 13 Uhr wieder Boarding, 2600 neue Gäste steigen hier auf, 21.45 Uhr soll es dann heute Abend losgehen zu einer 7. Angefangen habe ich schon 1996, also schon als kleiner Schüler, so einen Schülerjob gemacht hier, das 2-3 Jahre gemacht, meine Ausbildung gemacht als Zimmermann, also was komplett anderes, war 2 Jahre bei der Bundeswehr gewesen. Und dann kam für mich die Überlegung, was mache ich? Und die Überlegung war, wird man hier in Warnemünde tätig bei der Fahrgeschäftsstelle Captain Rass. Und
bereue es bis heute nicht. Ich habe dann klein angefangen unten, quasi an der Spüle, so ein bisschen abgeräumt, abgewaschen, dann den Dienst des Matrosens gemacht, wie ihr vielleicht auch schon mal mit Kollegen vorhin gesehen habt, anlegen, ablegen, die täglichen Arbeiten, Fenster putzen, wischen, was halt alles so anfällt. Und dann halt mich die Jahre Stück für Stück nach oben gearbeitet, über Gastronomie bis hin zum Ausbildung des Schiffsführers 2011 habe ich diese gemacht. Und seit 7 Jahren sitze ich mehr oder weniger hier oben und fahre die Schiffe der Reederei Kettenrass durchs Hafenrevier hier in Rostock. Ja. Hiermit kann ich meinen Traum verwirklichen, den ich hatte, Kapitän zu sein auf einem Schiff. Aber ich bin jeden Abend zu Hause. Bei Frau und Kind, sag ich mal so. Das ist, muss man so den Spagat finden. Natürlich kann man nicht auch zur See fahren. Zwar nicht mit dem Patent, was ich jetzt habe, aber ich könnte zum Beispiel auf reinen Flusskreuzfahrtschiffe fahren, ja, Rosa, Viking. Aber dann bin ich halt immer so 3, 4, 5, 6 Monate nicht zu Hause. Und muss man sehen, abwägen. Ne? So kann ich sagen, okay, ich mache meinen Dienst, meine 8, 9 Stunden, manchmal auch ein bisschen länger, komme abends nach Hause, sehe Frau und Kind und morgen starte ich wieder los. Ne? Das ist immer so. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wie schon erwähnt, abwechslungsreiches Publikum, nicht nur deutsches Publikum, sondern international mittlerweile durch die Kreuzfahrer, die nach Warnemünde kommen. Englischsprachige Gäste, Italien, Spanien, Australien, wo sie überall herkommen. Und jeder hat immer so eine kleine Geschichte, wo man mal so einen kurzen Schnack macht und doch. Und im Anschluss der Fahrt, wenn die Gäste kommen, hast du fein gemacht. Und na, es ist immer so eine kleine Bestätigung auch noch. Ja, hin und wieder bin ich auch nicht nur hier oben tätig, sondern ich gehe auch mal unten. Anlegen, ablegen, Gastronomie helfe ich da mal aus, wenn Großveranstaltungen sind, dann fahren die alten Hasen hier oben und ich stehe dann unten am Zapfahren und zapf Bier. Also ich ruhe mich nicht nur auf dieser Position aus und dirigiere, sag ich mal, sondern ich bin wirklich noch aktiv im Dienst tätig, was auch die Kollegen schätzen. Also wenn ich dann sage, fast Ärmel hochkrempel und gehe damit rein, dann, ne? Macht Spaß, diese Abwechslung. Bereust, wie gesagt, den Schritt nicht getan zu haben vom Bau in diese Richtung, ist schon halt was ganz anderes. Holland ist hier entstanden, rechts quer ab und den roten. Ja, heute Abend kommt ihr noch mit. Dann seht ihr mal eine andere Perspektive dann halt, auch abends zu fahren, so mit Feuerwerk und Show und Kreuzfahrtschiffe, ist natürlich so ein bisschen Tamtam. Für uns natürlich nichts Besonderes mehr, aber für die Gäste immer wieder ein Highlight, wenn die jetzt kommen, gerade von außerhalb, nicht nur Warnemünde, sondern auch Bayern, Sachsen, überall wo sie herkommen, ist es für die natürlich so ein Highlight, mal so ein Feuerwerk und mal so ein Pott zu sehen, so ein Kreuzfahrtschiff ist natürlich schon was Gigantisches, wenn da so ein 300 Meter Schiff liegt mit über 4000 Menschen drauf. Ne? Das hat schon was. Auf jeden Fall. Herr René? Ja? Wir nehmen die flache Pier. Wenn sie frei ist, nehmen wir die flache. Ja, oh Gott. André, ziehst du bloß zurück oder willst du ablegen? Nee, ich gehe auch da aus. Ich mache unser Liegeplatz. Ja. Na gut, dann gehe ich an die flache Bier. Vega wird gehört. Ja, wir gehen hier noch schnell was rein. Ja, ich schieb mich da noch schnell vorbei. Genau. Wir werden uns ja so ein lauschiges Plätzchen suchen. Das Feuerwerk wird vorne rechts so raus, hinter der Ostbude abgefeuert. Und die Kreuzfahrtschiffe fahren so vor. Ich denke mal, wir werden es dann auf der linken Seite so postieren, dass wir dann Kreuzfahrer dahinter das Feuerwerk haben. Also
nochmal ein bisschen gucken. Live entscheiden, sag ich mal, ne? Weil wir sind ja nicht alleine unterwegs. Da sind noch ein paar mehr Schiffe unterwegs für heute Abend. Mal schauen. Aiol. Meistens Pina Colada, Swimmingpool, Campari O habe ich viel. Ja, die gibt es auch. Oder Aperol Spritz. Auch sehr beliebt. Auf dem Schiff arbeite ich ja immer nur zum Aushelfen. Ich bin ja eigentlich die Dame aus dem Büro, die also die gesamte Buchführung, Bestellung, Lohn, Personaleinsatz und alles sowas macht. Und ich bin schon ein bisschen länger da. Mich nicht, wenn denn den Kollegen wahrscheinlich, ne? Oder möchten Sie was zu trinken? Dann sind wir Nein, Platz und Sitz. Ja, meine Zuständigkeit ist das An- und Ablegen des Schiffes in verschiedenen Kaikanten. Dann mache ich die Küche, also Essen, alles was mit Essen zu tun hat, das ist meins. Und bin praktisch Unterstützer, wenn es jetzt so voll ist und wir keine zwei Kellnerinnen haben, dass ich dann den Tresen mache und die Getränke und das. Fanta muss ich dazu noch nehmen. Dann kriegt der grüne Frosch auch eine grüne Farbe. Und eine Fanta einfach. Poppen. Flop. Ey. Tisch 12. Ich schon auch, dass es ein wunderschönes Erlebnis wird, dass hoffentlich alle Kreuzfahrtgäste rechtzeitig da sind, dass es wirklich eine Parade wird. Und dann das Feuerwerk, was eben gigantisch sein soll, da hoffen wir mal drauf. Ne? Wir haben in diesem Jahr ja ganz viele Feuerwerke nicht gehabt. Zur Hansezee zum Beispiel ist ja nur in Rostock eins gewesen. Und zu den Portpartys ist keins gewesen, weil es so warm war. Und da hoffen wir jetzt mal.